Hallo, hallo, hallo und ganz liebe Grüße aus Deutschland. Ich wollte euch noch meine Bangkok-Errungenschaften oder beziehungsweise Belinda und meine Bangkok-Errungenschaften zeigen. Und ja, dann fangen wir auch schon mal an. Wir haben ganz günstig tolle Taschen gekauft. Also einmal hier diese Tasche, wirklich umgerechnet für 5 Euro. Ich weiß nicht, ob wir da gut gehandelt haben, aber wirklich richtig toll. Einfach für den Sommer. Und ich liebe immer so viele Taschen zu haben und es ist eine richtig coole Erinnerung mit Belinda. Das hier ist noch meine. Belinda hat eine richtig schöne, also wir haben angefangen mit den beiden Taschen zu handeln und dann haben wir immer coolere Taschen entdeckt und genau, mir gehören die ersten beiden und Belinda hat die letzte, die zeige ich, die ist eigentlich am schönsten, die letzte, aber hier richtig schön mit so Blümchen, Innenleder, ja, waren wir richtig happy, also eins, zwei Taschen. Die dritte, genau, das ist Belinda ihre, auch richtig, richtig, richtig schön, wirklich geile Qualität und, oder halt, ich finde, ganz geil. So ist das Innenleben. Ja, da haben wir echt, haben wir reingehauen, haben coole Taschen. Dann, wir haben ganz viele so Kokosnussscheine gekauft, weil wir haben immer die auf einen guten Preis runtergehandelt und sind dann weitergelaufen. Da haben die uns die teure woanders angeboten, aber die hatten irgendwie auch coole Motive. Und da haben wir immer gesagt, wir haben gerade das und das bezahlt. Ja, okay, dann zahlt das auch. Und dann haben wir richtig viele Kokosnussscheine gekauft. Hier haben wir noch auch ein Bild gekauft. Oh, das ist ja voll krass zusammengemacht. Das ist auch mit Pringsel. Und das ist ein weißer Tiger. Ja, richtig geil auch. Wirklich, wir haben umgerechnet für die ganzen Souvenirs, weil es Bangkok ist, weil es Thailand ist. Wir haben echt umgerechnet, ich glaube 2 Euro, 3 Euro. Also für die ganzen Kokosnussschalen haben wir, glaube ich, 1,50 Euro gezahlt. Für das war glaube ich, ein bisschen teurer, haben wir, glaube ich, 2 Euro gezahlt. Aber wir haben auch gesagt, wenn uns zum Beispiel der Holzbalken hier stört, den kann man ja abmachen in Bilderrahmen. Aber wie geil ist das, ein weißer Tiger. Richtig geile Bilder. So, dann mache ich das mal wieder zusammen. Oh ja. Ja, dann haben wir uns echt richtig in Souvenirs ausgetobt. Hier haben wir so 3 Elefantchen noch gekauft. Das Lustige ist, meine Schwester hat uns aus Mexiko so ähnliche Sachen mitgebracht. Also einfach hier 3 süße Elefantchen, einfach als Erinnerung an Bangkok. Tada! Zeige ich euch gleich nochmal. Dann haben wir, glaube ich, nochmal irgendwo einen Elefant gekauft, weil wir den dann gesehen hatten. Und man hat immer gesagt, wenn man mehr Sachen nimmt, dann gehen sie mit dem Preis nochmal zurück. Und der war auch richtig schön. Und eins von Belindas Lieblingstieren ist Elefant. Ja, haben wir uns richtig ausgetobt. Ach, wir haben doch nur 4 gekauft. Aber ja, so sehen die jetzt aus. Also ist richtig schön künstlerisch. Eine richtig schöne Erinnerung. Tada! Also somit, ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen, beziehungsweise die Videoreihe. Und ja, nächste Woche geht es mit meiner Mama nach Singapur, also bleibt dran, ich nehme wieder jemanden mit. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüssi!